Ich hätte mir jetzt eine Krawatte dabei gehabt, aber nachdem ich gesehen habe, dass außer mir fast keiner eine trägt, dachte ich, sonst wird es hier zu bürgerlich. Das kann man FDPlern nicht zumuten heutzutage. Muss ja ein bisschen sich anpassen. Ja, und über das Scheitern wurde ja schon einiges gesagt. Ich finde es eigentlich immer dämlich, wenn man so zurückblickt auf Jamaika. Das ist jetzt einfach ein geschlossenes Kapitel, das ist Geschichte und es macht auch gar keinen Sinn mehr, viel drüber zu reden. Deshalb will ich auch gar nichts dazu sagen, außer dass es einer verlindnert hat. Mehr sage ich nicht dazu. Ich versuche da ganz fair zu sein. Aber es ist auch mal schön, wissen Sie, wenn was in Sand gesetzt wurde und alle sind sich einig, ich war es nicht. Das ist doch auch schon mal was wert, weil es gab auch schon andere Projekte, wo ich das nicht unbedingt hätte von mir sagen können. Ja, freue mich heute hier zu sein. Ich will einen kurzen Rückblick machen. Es wird vielleicht nicht ganz so lustig wie vorher bei den Bildern, aber es ist ja auch noch etwas früher am Morgen, da darf man auch noch etwas ernsthafter sein. Ich bin 1965, Ende des Jahres, auf die Welt gekommen. Im schwäbischen Bad Urach, im Herzen der Schwäbischen Alb. Die ersten Worte, die ich im Kreissaal hörte, waren Schwäbisch. Ich gebe zu, die Erinnerung verblasst etwas im Laufe der Jahre. Kurz danach wurde die erste große Koalition in Deutschland geschlossen. Vielleicht die Älteren werden sich erinnern, wobei ich sehe jetzt keine Älteren außer mir. Und die Große Koalition damals, die verdiente tatsächlich auch den Namen Große Koalition. Denn ich habe mir mal die Ergebnisse nochmal rausgesucht. Die Union hatte damals 47,6%. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die SPD 39,3%. Also mehr als eine Verdreifachung quasi dessen, was sie gerade bei den Umfragen haben. Und eine Opposition gab es damals auch. Das war die FDP. Die hatte gerade mal wieder einen Wechsel vorgenommen und lag bei 9,5%. Also jetzt gar nicht so ganz schlecht im Vergleich zu heute. Das war damals die Situation. Und vielleicht auch nochmal, damit wir so richtig schlechte Laune bekommen, das Personal damals, damit wir auch mal sehen, was sich da im Personal verändert hat. Die Koalition wurde geschlossen mit Kiesinger und Brandt, also Kanzler, Vizekanzler. Und die weiteren Namen, das ist auch nochmal vielleicht ganz gut, um sich das Revue passieren zu lassen, waren kein geringerer als Barzel, Strauß, der dann in die Regierung eintrat, Wehner, Schmidt. Also das waren die Namen damals. Jetzt sage ich nicht viel zu den Namen heute, aber wir haben eine Kanzlerin, die quasi im G-Prozess ist, nicht mehr Parteivorsitzende ist, eine Parteivorsitzende, jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer, von der wir nicht wissen, wann sie Kanzlerin werden möchte, ob noch in der Legislatur oder dann zum Wechsel nach der Wahl. Und jetzt versuchen muss, sich da zu profilieren. Und das weitere Personal heißt Andrea Nahles und so weiter. Und damit ist auch schon viel gesagt. Über den Zustand der Republik, in dem wir gerade sind. Ein weiterer Name ist ja vorher schon gefallen, deshalb muss ich den nicht weiter aufführen von den Kollegen von der FDP. Also jedenfalls, das sagt viel aus über den Zustand, in dem wir gerade sind. Und jetzt könnte man sagen, na und? Das Problem ist nur, wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir sind ein Land, auf das viele Menschen schauen. Entscheidungen, die wir hier treffen, haben Auswirkungen auf unsere Kollegen und Nachbarn in den europäischen Mitgliedsländern. Insofern ist es nicht ganz irrelevant, ob es Deutschland gut geht oder ob es Deutschland schlecht geht. Ob Deutschland stabil ist, ob die politische Führung entscheidungsstark ist, ob sie die Mehrheiten in ihren eigenen Fraktionen, Parteien hinter sich hat bei schwierigen Entscheidungen oder ob das eben nicht der Fall ist. Ich springe schnell ein bisschen weiter. 1994 bin ich das erste Mal in den Deutschen Bundestag eingezogen. Da ist die Erinnerung dann etwas präziser. 1994, als ich das erste Mal gewählt wurde, war Joschka Fischer mein Fraktionsvorsitzender. Den hatten Sie hier ja auch schon mal zu Gast. Ich erinnere mich an die allererste Fraktionssitzung. Während ich mich noch versucht habe zu orientieren, hat Joschka Fischer schon für mich entschieden. Er sagte nämlich, ich soll Schriftführer werden. Ich wusste gar nicht, was es ist, ein Schriftführer. Ich hatte schon Angst, ich musste da die Reden protokollieren. War es aber gar nicht, sondern Schriftführer sind die, die dem Bundestagspräsidenten assistieren. Kollege Rösler kennt es. Das sind die, die sitzen oben und die müssen immer neben dem Bundestagspräsidenten immer abwechselnd einer von der Regierung, einer von der Opposition sitzen. Und dann gucken die eben, wer meldet sich als nächster Redner, wie viel Redezeit haben die, schreiben das auf und geben das dem Präsidenten. Ich wurde also Schriftführer. Warum? Weil Joschka Fischer sagte, das sich verändernde Deutschland, das muss sich auch in den Gesichtern zeigen. Also muss so ein Özelbritzel wie du da oben sitzen.
Joschka Fischer einfach in seiner unnachahmlich politisch korrekten Art und Weise. Das Gute ist, bei solchen Ansprachen, man weiß sofort, was gemeint ist und was man tun muss. Es bedarf keiner Nachfragen. Das liebe ich an solchen Ansprachen. Klarheit in der Ansprache ist immer gut. Jedenfalls, also saß ich in einer meiner ersten Sitzungen oben und kein Geringerer als der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt redete. Und ich saß also etwas erhöht, weil der Schriftführer sitzt daneben, da sieht man es ein bisschen, neben dem Präsidenten. Warum erzähle ich Ihnen das? Also erstens ist Helmut Kohl damals auch von hinten sehr beeindruckend anzusehen gewesen. Ich muss gestehen, ich komme aus dem schwäbischen Kleinstadt, dass ich dem Helmut Kohl mal so nahe komme, hätte ich mir nie träumen lassen. Und danach ging allerdings das Donnerwetter los, denn nach dieser Sitzung, die damals übertragen wurde im Fernsehen, und man sieht ja dann die Schriftführer ständig, klingelte pausenlos das Telefon bei mir im Büro. Die einen riefen an und wollten wissen, wie ist der Türke da hochgekommen? Diese Frage wäre noch relativ einfach zu beantworten gewesen. Ich hätte einfach gesagt, er ist hochgelaufen. Ich meine, wie sonst? Andere wollten wissen, wie geht das, dass ein Türke da oben sitzt? Ich meine, offensichtlich geht's. Und es hat dann noch eine Fortsetzung. Freunde von mir haben mir erzählt, dass sie mal in der Straßenbahn zufälligerweise Zeuge eines Gespräches wurden, das folgendermaßen ging. Sag mal, hast du das schon mitbekommen? Ein Türke ist jetzt Präsident. Der andere, was? Ja, ein Türke ist Präsident, ich habe es selber gesehen. Quatsch, es geht doch gar nicht. Ich habe nirgendwo was drüber gelesen. Ja, ich glaube, die halten das geheim. Denn wenn man das wüsste, gäbe es Unruhen. Da sagt er, ja, aber wie soll denn das gehen, ein Türke Präsident, das geht doch gar nicht. Sagt er, doch, ich sag's dir, ich habe es gesehen, der sitzt da oben und der kommandiert den sogar rum. Der fuchtelt die ganze Zeit mit seinen Händen und die kommen dann alle. Wenn er irgendwie so macht, kommen die alle. Das muss man dazu sagen. Ich war ja, wie gesagt, das erste Mal Schriftführer und mir wurde genau erklärt, was ich machen soll. Und als Schwabe nimmst du natürlich alles immer sehr ernst. Also mir wurde gesagt, die Redezeit präzise einhalten, gucken, wer ist dran. Ich habe immer ständig die die Geschäftsführer zu mir herbeigewunken. Und ich glaube, so oft mussten die noch nie zu einem Schriftführer kommen. Also, das war mein erstes Schockerlebnis in der Bundesrepublik Deutschland als Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Aber zurück zu Helmut Kohl. Helmut Kohl hat damals die Republik nachhaltiger verändert in der Außenpolitik. Nicht so sehr vielleicht in der Innenpolitik, aber in der Außenpolitik, wie man sich das heute vorstellen kann. Stellen Sie sich mal vor, der hat damals die D-Mark aufgegeben zugunsten des Euro. Jetzt vergleichen wir das mal mit heute. Präsident Macron hat jetzt schon seine x-te Rede gehalten über das, wie er sich Europa vorstellt. Und die Kanzlerin war immer noch nicht in der Lage, eine Antwort zu geben auf Präsident Macron. Die muss ja nicht bedeuten, dass sie sagt, ich übernehme alles von Präsident Macron. Eine Antwort kann ja auch darin bestehen, diese 5 Vorschläge finden wir gut, jene 5 Vorschläge diskutieren wir und die letzten 5, die gehen leider nicht mit uns. Das wäre ja auch eine Antwort. Aber gar keine Antwort ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch eine Antwort. Und dass jetzt Frau Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende antwortet auf einen französischen Staatspräsidenten und der wichtigste Reformvorschlag besteht darin, Straßburg als Parlamentsvorsitz aufzugeben, ist jetzt nicht unbedingt eine freundliche Geste gegenüber unserem Nachbarland angesichts dessen, was da alles in der Diskussion ist. Und das zeigt ein bisschen die Situation, mit der wir es gerade zu tun haben. Meine These, die Bundeskanzlerin, und ich will das jetzt gar nicht inhaltlich bewerten, da können wir vielleicht nachher kurz drüber reden, hat ihr gesamtes politisches Kapital, und sie hatte ein sehr hohes, in der Flüchtlingskrise benötigt, 2015, um ihren Laden zusammenzuhalten. Jetzt, wo sie erneut großes politisches Kapital bräuchte, Unterstützung durch ihre Fraktion, um Europa zu modernisieren, voranzubringen, angesichts der Herausforderungen durch autoritäre Herrscher außerhalb der EU, aber mittlerweile auch innerhalb der EU, zusammenzubringen, fehlt ihr diese Kraft und fehlt ihr die Unterstützung in den eigenen Reihen. Das ist geradezu dramatisch angesichts dessen, wo wir herkommen und erinnern sich daran, angesichts dessen, welche Bedeutung die Bundesrepublik Deutschland hat. Ein französischer Staatspräsident alleine kann nicht die Europäische Union reformieren, voranbringen, wenn nicht wie immer in der Geschichte des Nachkriegsdeutschlands Frankreich und Deutschland synchron gemeinsam voranmarschieren und eben Reformprozesse anstoßen. Ein weiterer Punkt, 94 nach meiner Wahl, es war wenige Jahre, wie Sie wissen, nach dem Fall der Mauer,
Wir alle, wenn wir uns daran erinnern, waren eigentlich getragen davon, dass der Fortschritt der liberalen Demokratie nicht aufzuhalten ist. Es ging eigentlich, vielleicht erinnern Sie sich, es gab sogar die Debatte, ob Russland nicht Mitglied der NATO werden könnte. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. In China, es war ja noch bevor dann die Panzer marschiert sind am Platz des Himmlischen Friedens, ging es um die Frage, wird China eines Tages vielleicht auch mehr oder weniger demokratisch, jedenfalls die wirtschaftliche Öffnung geht einher, damit dass Studenten mehr Teilhabe einfordern und es sogar Diskussionen innerhalb der KP gibt. Gucken Sie sich heute China an, davon ist nichts mehr übrig. Also wir haben es mit einer dramatischen Veränderung zu tun. Wenn ich heute zurückblicke, dann muss ich sagen, vielleicht das, was ich am wenigsten vorhergesehen hätte, dass in der Herzkammer der westlichen Demokratie im Weißen Haus heute ein Präsident sitzt, der wahrscheinlich nie Präsident geworden wäre, wenn nicht über Facebook, wir kennen das alle und so weiter, entsprechend die Meinung so manipuliert worden wäre, dass am Ende eben eine Mehrheit der Wahlmänner zustande gekommen wäre. Und heute haben wir einen Präsidenten, der wahrscheinlich sich vor einer Pornodarstellerin namens Stormy Daniels mehr fürchten muss, wie vor dem Kongress. Hätte ich mir früher auch nicht träumen lassen. Dass ein Land freiwillig beschließt, der Europäischen Union den Rücken zu kehren mit dem Brexit. Und übrigens, also auch da lag ich komplett falsch. Ich habe mir immer gedacht, ein Land, das Monty Python cool findet, kann keine grundlegend falschen Entscheidungen treffen. Ich habe mich kolossal geirrt, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ich glaube, da war ich nicht ganz der Einzige. In den USA war es so, ich habe meine Freunde von den Demokraten, die ich da kannte, immer gefragt und meine liberalen Freunde, wird der Trump die Nominierung bei den Republikanern bekommen? Antwort, niemals, wovon träumst du nachts? Als er die Nominierung gewonnen hatte, habe ich gefragt, wird der Präsident? Die Antwort derselben Experten, die haben mir vorgerechnet. Die Latinos, die Frauen, die Schwarzen, die Ostküste, die Westküste. Rechne doch mal rein demografisch. Das ist rein arithmetisch ausgeschlossen, dass der Trump die Wahl gewinnt. Und das Ende kennen wir. Sie können sich vorstellen, ich traue mich gerade nicht, meine Freunde zu fragen, ob der Trump wiedergewählt wird, weil ich ein bisschen Angst habe vor ihrer Expertise, was sie mir diesmal sagen werden. Ähnlich war es bei Brexit. Wir gingen am Abend ins Bett. BBC berichtete noch, dass es wahrscheinlich knapp reichen wird für das Nein, für das Remain. Und als wir aufgewacht sind, hatte das Brexit eine klare Mehrheit oder zumindest eine Mehrheit. Und den Rest der Geschichte kennen wir, ein Land, das sich zerlegt. Das erinnert schon an eine Soap-Opera. Kennen vielleicht manche noch die Werbung von Mao Am früher in dem Stadion? Wollt ihr das? Nein. Wollt ihr das? Nein. Was wollt ihr denn? In dem Fall, Sie wissen es nicht, die britischen Unterhausabgeordneten. Sie wissen, was sie nicht wollen, aber sie wissen nicht, was sie wollen. Und ich hoffe nicht, dass der Virus aus dem Unterhaus die gesamte Europäische Union mit ansteckt. Deshalb wäre es gut, wenn wir da bald zu einer Lösung kommen. Und ich könnte gerade so weitermachen. Ich habe kürzlich eine Studie gelesen darüber, wie China gerade versucht, die moderne Technik zu nutzen, um die Überwachung zu perfektionieren. George Orwell hätte seine wahre Freude an dem, was da gerade in Ostturkestan passiert. Das ist die Modellregion, wo das ausprobiert wird. Nicht nur, dass es Kameras überall gibt, das kennen wir auch von anderen Überwachungsgesellschaften. Aber dass die Kameras in die Wohnung kommen, das hat, glaube ich, eine neue Qualität. Dass sie beim Tanken die Menge registrieren müssen, damit man weiß, wie viel Fahrtstrecke wird der Mensch wahrscheinlich zurücklegen und daraus Rückschlüsse zieht, ob er vorhat zu fliehen, das hat eine neue Qualität. Dass es ein Benotungssystem gibt, das dann anschließend berücksichtigt wird, nicht nur für Sie, sondern für Ihre Familienangehörigen, ob Sie eine Wohnung bekommen, ob Sie studieren können. Alles das hat eine neue Qualität. Man muss davon ausgehen, die Chinesen probieren das dort aus, um es dann im gesamten Reich anzuwenden. Aber, und jetzt kommt die schlechte Nachricht für uns, um es auch zu exportieren in all die Länder, die ebenfalls eine solche Gesinnung teilen, dass der Bürger etwas ist, dem man misstrauen sollte. Und dass es gut ist, wenn der Staat weiß, was seine Bürger machen, aber eben auch denken und möglicherweise morgen vorhaben. Das alles sollte uns wachrütteln. Wachrütteln sollte auch, dass wir mit Wladimir Putin jemand haben, der es zwar immer noch nicht schafft, die Lebenserwartung seiner Bevölkerung zu verlängern, vor allem der Männer, der aber ein perfektes System geschaffen hat mit Memes, mit Bots, mit der Nutzung von sozialen Medien, aber auch mit sehr viel Geld, das er seiner eigenen Bevölkerung vorenthält
um Einfluss zu nehmen auf den Ausgang von Wahlen. Die USA habe ich schon angesprochen. In Frankreich ist der Versuch Gott sei Dank gescheitert. Ich bin mal sehr gespannt, was bei den ganzen Spendern der AfD noch alles rauskommt. Was wir bislang wissen ist, dass alle Namen sich als falsch herausgestellt haben. Und Strohmänner, Strohfrauen waren, glaube ich, keine dabei. Es gab nur Strohmänner. Aber man darf mal gespannt sein, wo die Spuren hinführen. Bei Frau Marine Le Pen weiß man, dass sie vor der Wahl ein Darlehen aufgenommen hat in Russland. Sie wissen, es gibt den berühmten Spruch, there is no free lunch. Die Währung, mit der dann zurückbezahlt wird, ist eben die Zerschlagung der Europäischen Union, die Zerschlagung der NATO, die Zerschlagung des Westens von innen. Die Erosion des Westens von innen. Nichts anderes hat sich Wladimir Putin zum Ziel gesetzt. Und auch da ist die Frage. Funktionieren unsere Selbstverteidigungsreflexe als Westen? Sind wir in der Lage, quasi auf dem sinkenden Schiff der Titanic rechtzeitig aufzuwachen und alles dafür zu tun, dass die liberale Demokratie wehrhaft ist? Dann gehört natürlich auch dazu, um das Bild komplett zu machen, alles das, was wir gerade erleben mit dem Islamismus einerseits, mit dem Rechtsradikalismus andererseits. Meine Damen, meine Herren, natürlich kann ein Grüner nicht ein solches Szenario beenden, ohne dass er auch ein paar Takte zur Ökologie sagt. Wir haben eigentlich beim Pariser Klimaschutzgipfel alle miteinander gedacht, Mensch, da haben wir die Wende hingekriegt, die Vernunft setzt sich durch. Die Weltenlenker haben sich gemeinsam verständigt, dass die maximale Klimaveränderung auf diesem Planeten auf 1,5 bis 2 Grad, aber besser 1,5 Grad begrenzt wird. Nicht, weil das was Anstrebenswertes ist, sondern weil das ist, was wir erreichen können, wenn wir jetzt maximal alle Anstrengungen gleichzeitig in der Welt entsprechend ausrichten auf dieses Ziel. Heute sagt die Wissenschaft, dass wir eher bei über 2, 3 bis 4 Grad landen, wenn sich nichts Dramatisches ändern. Die USA haben sich verabschiedet aus dem Klimaschutzziel. Andere Länder haben zwar unterschrieben, dazu gehört die Bundesrepublik Deutschland, aber die Maßnahmen, die daraus folgen müssten bei Sektorzielen, die werden nicht entsprechend ergriffen. Schauen Sie sich an die Nachrichten, die wir bekommen zum Thema Plastik. Wenn wir so weitermachen, ist 2050 die Menge, das Gewicht an Plastik im Meer größer wie alle Fischschwärme zusammen. Insektensterben, könnte ich Ihnen noch was sagen, das kennen Sie alle, die Zahlen. Seit 1989 ist die Masse an Insekten um 76% zurückgegangen. Vielleicht erinnern Sie sich, wenn Sie früher in Ihrer Jugend oder Kindheit in den Urlaub gefahren sind, bei uns war das die Türkei oder Italien, da gab es immer den Boxenstopp an der Tankstelle. Der Job des Kindes, in dem Fall von mir, war immer, die Scheibe sauber zu machen. Und da waren immer ganz viele Insekten. Haben Sie das Problem heute noch? Das gibt es kaum noch. Das hat eben was damit zu tun, welche Art der Landwirtschaft wir haben. Und auch da muss man sich fragen, ist das der Weisheit letzter Schluss? Oder können wir das nicht alles intelligenter? Ich will ein Beispiel geben aus dem Bereich, mit dem ich gerade vor allem zu tun habe. Sie haben vielleicht gehört oder gelesen, dass meine Fraktion mich zum Vorsitzenden des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das alles immer mit guten Gefühlen geschah, denn eigentlich ist es fast schon eine Art Sanktion oder Strafe, denn mein Gegenüber ist ja mein CSU-Minister. Der erste hieß Ramsauer. Das glaubt man zwar nicht mehr, aber der war wirklich mal Verkehrsminister in Deutschland. Und sein Nachfolger war Alexander Dobrindt. Und der jetzige heißt Scheuer. Das ist besonders fies, weil bei Scheuer dachte ich, da wird es jetzt anders. Kennen Sie das, wenn Sie sich so Hoffnung machen, Sie sind zum Tode verurteilt und der Henker sagt, vielleicht kommst du davon und du freust dich. Und Age-Page war nur ein Witz. Und so geht es mir jetzt gerade in der Verkehrspolitik mit dem CSU-Verkehrsminister. Denn ich bin ja jetzt immer derjenige, der die ausländischen Delegationen empfangen darf. Ich hatte kürzlich eine Delegation aus der Schweiz zu Gast, von beiden Kammern des Schweizer Parlaments. Aus der Regierungsfraktion hat sich kaum einer blicken lassen, die wussten warum. Der Besuch ging so vonstatten. Die Schweizer sagen, ihre Bundeskanzlerin hat unterschrieben, Rheintalbahn, wichtigste Verkehrsachse in der Nord-Süd-Frage, wie wir die Güter von der Straße auf die Schiene kriegen. Holland ist fertig. Die Schweiz ist fertig mit einer ganz einfachen Baumaßnahme, nämlich dem St. Gotthard-Durchbruch. Aber Deutschland, als wir das letzte Mal da waren, auf die Frage, wann gedenken Sie fertig zu sein, haben wir keine Antwort bekommen. Jetzt würden wir gern dieselbe Frage nochmal stellen. Liebe deutsche Kollegen, wann gedenkt ihr fertig zu werden, dass wir unseren Schweizer Unternehmen was sagen können?
Ich gucke in den Raum, keiner meldet sich. Ist das ein angemessener Zustand für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt? Dass wir auf diese einfache Frage unserer Nachbarn, wann gedenken Sie etwas, wo die Unterschrift einer deutschen Kanzlerin drunter steht, damit ist das ja auch ein Versprechen für die Qualität des Standorts Deutschland, für unsere Zuverlässigkeit als Deutsche, können wir nicht beantworten. Als damals der Tunnel einbrach, würde man doch normalerweise Ausweichstrecken nehmen. Das Problem ist nur, die Ausweichstrecken sind nicht elektrifiziert, also geht's nicht. 60% der Eisenbahnverbindungen in Deutschland sind elektrifiziert. In Bayern, wo wir uns gerade aufhalten, sind es 51%. Etwas weiter südlich in Österreich sind es 100%. Wir haben Weichen, übrigens auch Schleusen für die Binnenschifffahrt, die sind noch zum Teil aus der Zeit von Kaiser Wilhelm. Alle Welt diskutiert gerade darüber, dass elektrifiziert werden muss im Auto, selbstverständlich. Aber in der Schiene haben wir die Elektrifizierung bereits. Das Problem ist eben nur, dass wir zum Teil Eisenbahnverbindungen haben, wo man sich in der Diesellok von der Kuh überholen lassen kann. Das mögen manche als sinnstiftend fürs Leben betrachtend, entschleunigend im Leben. Es gibt ein großartiges Buch von Stan Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit. Aber muss man das unbedingt als Industriestrategie machen? Ich finde nicht. Also als Schwabe geht es bei uns immer zackig zu. Jetzt verrate ich Ihnen doch noch zum Abschluss ein kleines Bonmot aus den Jamaika-Verhandlungen entgegen meiner ursprünglichen Absicht. Der Alexander Dobrindt war einer meiner Gesprächspartner bei Jamaika. Und Sie wissen, das ist einer, der schenkt einem nichts, auf gut Deutsch. Und am Anfang, als er mich da als Grünen wahrgenommen hat, und da trug ich tatsächlich auch eine Krawatte, hat er uns und mich als Grünen so behandelt, als ob wir diese Anzüge eigentlich nur pro forma tragen. Und sobald wir den Raum verlassen, also Sie sollten nachher mitgehen, um Zeuge dieses Schauspiels zu werden, reißen wir uns diese Anzüge vom Leib und wie durch ein Wunder wachsen uns am ganzen Körper Haare. Wir verwandeln uns in den Urzustand zurück, unterhalten uns über Grunzlaute. Also wenn Sie mal Winfried Kretschmann und mich wahrnehmen, machen das nur so und so, wie wir das halt gelernt haben. Also so stellt sich Alexander Dobrindt die Grünen vor und die grüne Kommunikation. Und jetzt muss man dazu sagen, ich komme aus Stuttgart, da stellen wir den OB, da stellen wir den MP und sind vor den Schwarzen. Das haben wir in Bayern noch nicht ganz geschafft. Und Sie können sich vorstellen, wie das einfuchst, wenn du dir von einem Dobrindt, der als größte Meisterleistung in 4 Jahren Minister eine absurde Maut hingekriegt hat, aber ansonsten ein gesamtes Ministerium lahmgelegt hat, dir das sagen lassen muss. Also habe ich mir die ganze Nacht überlegt, wie schenkst du dem so eine ein, dass der keine zweite braucht? Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Meine Frau fragt schon, was ist los mit dir? Ich habe gesagt, Dobrindt. War sie beruhigt, immerhin betrügst du mich wahrscheinlich nicht mit Dobrindt. Ich habe gesagt, da habe ich gesagt, angesichts seiner Karo-Anzüge ist die Gefahr wirklich im sehr überschaubaren Bereich. Aber zurück zum Ernst der Sache. Ich habe mir wirklich bis zum Morgen überlegt, was machst du jetzt? Und dann hat unsere Bundeskanzlerin wieder das Gespräch eröffnet, alle sitzen da. Wir wollen wieder durchgehen durch unsere umfangreichen Papiere. Ich habe gesagt, ich hätte gern vorab das Wort. Ich möchte 2 geschäftsführende Dinge sagen. Ich habe nämlich 2 Vorbedingungen für den weiteren Verlauf der Gespräche. Alle denken schon, oh Gott, der Grüne, was kommt jetzt? Will er Industrie abschaffen oder was hat er vor? Dann habe ich gesagt, erstens, ich habe zur Bedingung, dass die CSU und vor allem Herr Dobrindt sich verpflichtet, dem technischen Fortschritt ein Ja zu sagen und Nostalgie ein Nein zu sagen. Ich bin ein großer Fan von Nostalgie bei alten Filmen. Aber nicht, wenn es um die Technik und die Zukunftsfähigkeit unserer Volkswirtschaft geht. Ich verlange, dass Sie sich dazu bekennen, dass wir künftig nicht mehr mit der Diesellok fahren, sondern elektrifizierte Eisenbahnen, die sind nämlich schon längst erfunden. Wären Sie damit einverstanden? Was, das muss ich mir von einem Grünen nicht sagen lassen, können Sie sich vorstellen. Aber Seehofer lachte, also wusste ich, Gag gelungen. Dann dachte ich, wenn du schon so schön in Fahrt bist, mach doch gleich weiter. Kennen Sie das, wenn Sie so gerade einen Lauf haben, können Sie nicht mal aufhören? So ging es mir da. Da dachte ich, und wenn wir gerade dabei sind, das Glasfaser mag in Ihrem Wahlkreis nicht bekannt sein,
Aber es ist erfunden und es ist legal in Deutschland. Ich habe extra nachgeschaut. Es ist nicht verboten. Auch in Bayern wäre es nicht verboten, Glasfaser zu verlegen. Es ist nicht zwingend Voraussetzung, Kupferkabel zu verlegen. Einigen wir uns auf Folgendes. Dobrindt verlegt in seinem Wahlkreis Kupferkabel. Und der Rest der Republik bekommt ab jetzt bitte schön Glasfaser. Sind Sie bereit dazu, sich zu bekennen? Ansonsten kommen wir leider nicht zusammen. Also, das war mein Beitrag zum Thema Jamaika. Ich weiß nicht, ob es zum Klima wirklich gut getan hat, aber er hat mir immerhin am Schluss das Du angeboten. Offensichtlich mag er diese Art der Auseinandersetzung. Meine Damen, meine Herren, zum Schluss. Ich glaube, dass wenn wir unsere Volkswirtschaft und wenn wir unser Land voranbringen wollen, dann ist es wichtig, dass wir in den entscheidenden Fragen zusammenkommen. Natürlich ist es wichtig, dass die Regierung auch mal Dinge mit Mehrheit beschließt. Dafür ist sie schließlich Regierung und dafür ist die Opposition Opposition. Es gibt aber bestimmte Dinge. Wir haben ja auch gelegentlich im Kanzleramt zusammengesessen. Ich erinnere mich an das Thema Atomausstiegsverhandlungen. War übrigens besonders komisch, wenn Sie als Grüner gerade den Atomausstieg beschlossen haben, dann in der Opposition sind. Dann kommt die Nachfolgeregierung, beschließt erstmal, dass die Atomkraftwerke 12 Jahre Laufzeitverlängerung bekommen. Nach Fukushima beschließen sie erneut einen Atomausstieg, schneller sogar wie Rot-Grün. Und wir standen vor der Frage, stimmen wir jetzt zu oder nicht? Du kannst ja schlecht Nein sagen, wenn die FDP beschließt, aus der Atomkraft auszusteigen. Also haben wir gesagt, gut, machen wir es halt mit und haben das gemeinsam beschlossen. Wir haben das aber auch gemeinsam beschlossen wegen Ihnen, weil wir gedacht haben, wenn in einer solch zentralen Frage wie der Energiepolitik alle 4 Jahre das Rad neu erfunden wird, dann haben wir das Gegenteil von Planungsinvestitionssicherheit. Es gibt bestimmte Fragen der Politik, da ist es gut, wenn es eine möglichst breite Verständigung gibt, Opposition, Regierung und nach Möglichkeit auch Bundestag und Bundesrat liegt in unserem politischen System. Und für mich ist neben der Energiepolitik gute Nachricht, bei der Kohle deutet sich das jetzt an. Als Grüner muss man nicht alles richtig und gut finden, was im Kohleausstieg jetzt beschlossen wurde. Manche mögen das bei uns zu langsam finden, andere finden es vielleicht sogar zu schnell. Aber das ist nun mal das Kennzeichen eines Kompromisses, dass es eine Verständigung gibt und klar ist, wohin die Reise in den nächsten Jahrzehnten geht. Ich plädiere dringend dafür, dass wir Ähnliches auch machen im Bereich der Mobilität. Wie ist die Mobilität von morgen organisiert? Es ist klar, wir laufen auf eine Antriebswende hinaus. Wir verkaufen 3/4 der Autos ins Ausland. Jedes dritte Auto geht nach China. Bei VW ist 50% der Autos. Das heißt, ich sage es mal ganz knallhart, die Frage, welche Antriebsmethode in Deutschland sich durchsetzt, die wird nicht hier entschieden, sondern die ist entschieden vom chinesischen Industrieminister. Und wir können jetzt beschließen, dass das letzte deutsche Auto im Museum zu besichtigen ist. Da hätte ich ein Problem damit, weil mein Wahlkreis ist Stuttgart. Da gibt es so ein mittelständisches Unternehmen, das heißt Daimler, haben Sie bestimmt schon mal gehört. Also will ich, dass auch in Zukunft in Deutschland Autos gebaut werden. Das werden wir aber nur schaffen, wenn wir endlich den Turbogang einlegen beim Thema Digitalisierung, beim vernetzten Fahren, beim automatisierten Fahren und natürlich auch beim Thema Antriebswende. Dahin muss die Richtung gehen. Ich bin da gern bereit dazu anzupacken, in einem parteiübergreifenden Konsens. Und ich weiß, die Länder sind es auch. Und in die Richtung muss die Reise gehen. Ich höre jetzt erstmal auf und freue mich auf die Fragen. Herzlichen Dank. Ja, ja, vielen Dank. Jetzt könnt ihr auch nachvollziehen, warum die Jungs bei 20% stehen. Sie greifen natürlich schon den Liberalen. Und Mädels. Wir haben auch ein paar Mädels bei uns. Man glaubt es nicht, aber ehrlich? Wir haben auch ein paar Mädels. Ne? Ehrlich. Aber dann fangen wir doch gleich mal provokant an. Wie siehst du denn Fridays for Future? Ist das wirklich nur was für Profis? Wenn sie wenigstens Profis wären. Also der es gesagt hat, hat ja nun gezeigt, dass Klimaschutz jetzt nicht unbedingt dort erfunden wurde. Ich sage das übrigens mit einem großen Bedauern. Ich kann mich noch an die Freiburger Thesen erinnern. Das habe ich in der Schule gelernt, da war ich jetzt nicht voll politisch bewusst, aber habe das gelesen. Und da findet sich ja bei der FDP damals schon der Umweltschutz. Das glaubt ja heute keiner mehr. Und wäre das nicht eigentlich spannend, wenn die FDP mit den Grünen in einen Wettbewerb eintreten würde, nach dem Motto, wir wollen aus der sozialen eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft machen, aber die Marktwirtschaft als solche schützen und erhalten. Und das wäre eigentlich mein Wunsch. Leider passiert es nicht. Und zu Fridays for Future, meine Tochter kam tatsächlich zu mir und sagte, Papa, ich will da teilnehmen. Also sie zu mir, nicht ich zu ihr. Ist wichtig. Und jetzt kämpfte der Vater mit dem Grünen.
Der Vater sagte, was? Du musst in die Schule und das geht doch nicht, du musst mit deinen Lehrern reden. Und dann merkte ich, während ich redete, dass ich eigentlich mächtig stolz bin auf meine Tochter, dass sie sagt, ich will mich engagieren für das Land, in dem ich lebe, für meine Zukunft. Eure Generation, die Bilanz, die ist jetzt wirklich sehr überschaubar in diesem Thema und ich finde das richtig. Aber ich habe natürlich als schwäbischer Vater auch gesagt, der Stoff wird nachgeholt und dann kann ich gerne teilnehmen. So, gibt es Fragen von euch? Henrik, ups. Wow. Ja, Herr Özdemir, das sind drei Fragen, die zusammenhängen. Wie stehen Sie zum Thema CO2-Steuer, Sie persönlich, die Grünen, und warum tut sich die Bundesregierung so schwer mit einem aus meiner Sicht ganz offensichtlichen Konzept? Ich finde es eine sehr gute Idee. Die Idee hat ja Präsident Macron geäußert. Na, da war jemand Handballer. Nee. Ich war mal Handballtorwart. Das ist eine gute Vorbereitung aufs Leben, wenn Sie so dastehen und Sie wissen, der Ball kommt sehr wahrscheinlich weder hierhin noch hierhin. Ich sage jetzt nicht, wo er hingeflogen ist, aber immerhin, von der Tonlage her geht's noch. Also, der Präsident Macron hat ja genau da einen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, lasst uns doch vorangehen mit einer CO2-Bepreisung. Ich finde, das ist eine super Idee. Das ist ja eigentlich nichts anderes, als dass wir im bestehenden Wirtschaftssystem einen Anreiz dafür schaffen, dass all die Unternehmer, von denen es ja sehr viele gibt, die das längst machen, sich bemühen, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, was CO2-Reduzierung angeht, dass die dafür eine Belohnung bekommen. Und umgekehrt, diejenigen, die es halt nicht machen, zahlen mehr. Wir würden davon überwiegend profitieren als deutsche Volkswirtschaft. Also ich fände es eine sehr gute Geschichte. Das reicht natürlich alleine nicht, aber das wäre eine wichtige Maßnahme. Entschuldigung, Sie haben einen zweiten Teil gemacht. Das war der zweite Teil. Warum tut sich die Bundesregierung? Ach so, ich gehöre ihr nicht an, was soll ich jetzt sagen? Also ich habe den Vorschlag auch gemacht in den Gesprächen, weil ich dachte, das könnte eigentlich auch eine spannende Verbindung sein, denn wenn Sie eine Koalition Crossover machen, dann müssen Sie sich auch was aussuchen, was alle Partner verbindet. Und ich hatte mir eigentlich gedacht, das wäre genau sowas. Eine Modernisierung unserer Volkswirtschaft mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, ganz Freiburger Schule. Aber leider flog die Idee nicht. Bedauere das sehr. Also klar muss man es im Einzelfall immer umrechnen, was heißt das konkret. Und ich habe so das Gefühl, dass das Aufkommen der AfD diese Debatte massiv verändert. Sie merken ja bei der AfD, die suchen sich gerade ein neues Thema, die Flüchtlingszahlen gehen runter und das Thema fossiler Verbrenner wird zunehmend zum Kampffeld. Ich kriege das bei mir im Ausschuss mit, vielleicht haben Sie die Wahlen in den Niederlanden verfolgt. In den Niederlanden ist eine neue populistische Partei gewählt worden und die haben ganz stark das Thema Antiklimaschutz auf die Fahnen sich geschrieben. Und das merke ich zunehmend, dass das auch bei uns kommt. Und ich kriege das mit, wenn ich mit den Kollegen zusammensitze von der FDP, von der CDU, CSU, von der SPD, sind wir uns im direkten Gespräch häufig sehr einig. Aber sobald die Kamera an ist, kommt die große Angst, kriegen wir dafür Mehrheiten, kriegt man das erklärt, was macht die Bild für eine Schlagzeile draus, wenn wir beispielsweise das CO2 beim Benzinpreis, und selbst wenn es maßvoll ist, einrechnen. Das sind eben die Sorgen, die es da gibt. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen fair dargestellt. Ja, vielen Dank für den Vortrag, den tollen. Ich bin Technologie-Universitätsprofessor und frage mich natürlich immer, wann passiert denn tatsächlich mal was hinsichtlich Bildungsinitiative, mehr Geld für Forschung und Entwicklung? Das ist das Einzige, was wir haben in Deutschland. Und in dem Zusammenhang muss ich leider feststellen, dass die Anzahl der Ingenieurstudenten dramatisch nachgelassen hat, was die deutsche Bevölkerung angeht. Wir haben sehr viele Ausländer, bin ich auch extrem froh drum. Das heißt, die zwei Fragen an Sie, was passiert mit Geld für Bildung, Forschung, Entwicklung? Was wird da passieren? Da muss viel passieren. Und was passiert in dem Zusammenhang mit Zuzug, Ausländern, die wir nötig und dringend brauchen? Zwei verschiedene Themen, ich versuche es nicht zu lang zu machen. Zum Ersten, also eine große Koalition hat natürlich von ihrer Anlage her die große Versuchung, und so waren alle großen Koalitionen der letzten Jahre, dass sie eher sich orientiert an dem Klientel, das ihr Klientel ist und nicht unbedingt an Fragen, die mit der Nachhaltigkeit zu tun haben. Für mich ist die ganz zentrale Frage unserer Volkswirtschaft, wie kriegt man die Infrastruktur vom Fleck?
Brücken, die für den Schwerlastverkehr geeignet sind. Elektrifizierte Eisenbahnen, habe ich vorher schon was dazu gesagt. Schleusen, die modern sind für die Binnenschifffahrt. All diese ganzen Fragen. Aber natürlich auch in einem Land, das nicht rohstoffreich ist, exzellente Universitäten, exzellente Ausbildungsbetriebe, Schulen, Kitas. Auch ganz wichtig für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir reden schon so lange drüber, aber es ist bis heute nicht wirklich gelöst. Die Ganztagesschule fristet immer noch ein Nischendasein in Deutschland. Noch immer ist es so, dass die Frage, ob sie sich eine Nachhilfe leisten können, ob sie die haben, über ihre Schulchancen mitentscheidet. Der Wohnort entscheidet mit über ihre Schulchancen. Das ist die alles entscheidende Frage. Man kann das auch volkswirtschaftlich argumentieren. Das wissen Sie sicherlich viel besser wie ich. Rechnen Sie doch mal durch, was ein gut finanziertes Schulsystem kostet, mit Schulen, wo man aufs Klo gehen kann, die exzellent ausgerüstet sind. Und stellen Sie das in Relation zu einem lebenslangen Bezug von Hartz IV. Wetten, die Schule ist günstiger. Mal abgesehen davon, dass es auch humaner ist, in ein gutes Schulsystem zu investieren. Also man kann ja auch die Rechnung machen. 1,3 Milliarden Chinesen. Stellen Sie mal vor, von denen 1% wird Ingenieur. Jetzt vergleichen Sie das mal mit Deutschland, mit den 80, 82 Millionen. Dann wissen wir um die Größe der Herausforderung. Das heißt, wir müssen dringend schauen, das gilt jetzt nicht nur für akademische Berufe, auch das Handwerk ist wichtig, aber wir müssen schauen, dass wir unsere Jugendlichen exzellent ausbilden. Die Zahl derer, die das Schulsystem absolvieren und nachher funktionale Analphabeten sind, ist immer noch zu hoch. Das ist absurd, dass wir uns das leisten. Und die zweite Frage war mit Migration. Ich fordere, und ich bin ja nicht der Einzige, schon sehr lange, dass wir ein Einwanderungsgesetz haben. Jetzt kommt ja eins, hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass ein CSU-Innenminister das Einwanderungsgesetz, das die Grünen immer gefordert haben, auf den Weg bringt. Aber es geschehen noch Zeichen und Wunder. Allerdings ist da ein Punkt vergessen worden. Den würde ich dringend noch mit aufnehmen. Das ist der Spurwechsel. Wir haben die Situation, dass wir Leute in Deutschland haben, die längst in den Betrieben Ausbildungen machen, Deutsch lernen, gut integriert sind, die schieben wir ab. Völlig absurd. Die Handwerksbetriebe sagen, ihr holt uns unsere besten Leute raus. Woran liegt das? Das hat damit zu tun, dass wir die, die wir eigentlich abschieben müssten, die wir dringend loswerden müssten, die kriegt man nicht los, weil die Länder sich weigern, sie aufzunehmen, weil sie ihnen keine Ausweispapiere ausstellen oder sagen, das ist gar nicht mein Bürger oder froh sind, dass sie los sind. Weil wir die nicht loskriegen, schieben wir andere ab, wo wir schnellen Erfolg haben, weil die kriegst schnell abgeschoben. Jemand, der gut integriert ist, den kannst du sofort abschieben. Klar. Damit betrügen wir uns aber selber, weil wir Zahlen haben, die, wenn Sie sich mal die genau anschauen, einer Überprüfung nicht standhalten. Also, das wäre jetzt ein extra Thema, ich versuche es kurz zu machen. Ich finde, wir sollten härter sein. Fast. Ich gebe mal einen Handball. Wir sollten härter sein gegenüber den Leuten, die islamistisch aktiv sind, die unsere Gesellschaft verachten, die ein Problem haben mit Frauenrechten. Und wir sollten diejenigen, die hier sind und gut integriert sind, die sollten wir auch hier lassen. Ich glaube, so rum wäre es gescheiter. Besten Dank für den Vortrag. Ich habe zwei Fragen vielleicht, wenn ich darf. Geht eher um die Ideologie Ihrer Partei. Ich glaube, Sie sind derjenige in der Grünen Partei, die, wie man so schön sagt, Common Sense hat, zumindest am meisten. Sie haben Insekten und Plastik angesprochen. Ich habe da zwei Fragen. Einmal, wenn die Studien stimmen, sterben die meisten Insekten an Rotatorenblätter der Windräder. Und wenn ich mich nicht irre, gab es in den 90er Jahren auch damals von den Grünen die Idee, lass uns Biodiesel entwickeln. Und dann wurden überall Maiswälder hingestellt, was zu Monokultur geführt hat. Und dann kommt dazu, wenn ich in den Laden gehe, kaufe ich Bio und Biogurken sind in Plastik eingepackt. Das muss so sein, ist eine EU-Richtlinie. Das sind alles so doppelmoralische Verwerfungen meines Erachtens nach auch in der Politik. Und da will ich Sie fragen, was Ihre Partei denkt, Ideologie gegen Realismus oder Pragmatismus oder wie man so schön sagt, Common Sense. Danke. Also,
klatschen Sie sich erstmal frei. Es tut gut, ich kenne das. Geht mir auch manchmal so. Also zum Common Sense in meiner Partei, ein paar mehr sind es glaube ich schon. Also ich kenne da zum Beispiel einen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, ich kenne da viele Landesregierungen, von Hessen angefangen bis nach Schleswig-Holstein. Etwas müssen Sie richtig machen, wenn die Zahl der Wähler jetzt eher mal nicht zurückgeht, sondern eher größer wird. Ich tue jetzt aber auch nicht so, wie wenn alles, was ich hier sage, eins zu eins durch alle geteilt wird. Aber ich meine, das nennt man innerparteiliche Demokratie. Das soll auch in anderen Parteien gelegentlich so sein. Ich würde mal, wenn ich vergleiche die Grünen früher mit heute, sagen, jetzt vergleichen Sie das mal mit dem Streit in der Union und der SPD. Da sind wir wahrscheinlich mit einer der geschlossensten Parteien heutzutage. Also was bürgerliche Tugenden angeht, müssen sich die Grünen gerade, glaube ich, nicht verstecken, was das angeht. Zu den Rotoren. Ich kenne das Argument, ich kenne auch das, was da herbeigeführt wird, aber ich meine, da ist die Wissenschaft schon sehr eindeutig, was das Thema Neonicotinoide angeht, die jetzt ja 4 an der Zahl durch die Europäische Kommission erstmal vom Markt genommen werden. Ich meine, gucken Sie sich die Volksrepublik China an, da sind es nun eindeutig nicht die Rotorenblätter, sondern da muss künstlich bestäubt werden, da steigen die auf die Bäume drauf und Menschen bestäuben künstlich, weil eben die Bestäuber fehlen. Weil ich kann uns allen nur raten, das macht volkswirtschaftlich keinen Sinn, aber ehrlich gesagt will ich auch, dass meine Kinder in einer Welt aufwachsen, wo es eben noch Bienen gibt, wo es Insekten gibt, wo das selbstverständlich dazugehört. Und ich denke, dass es auch kein Hexenwerk ist, weil die meisten Bäuerinnen und Bauern wollen das längst. Das Problem ist nur, dass das Wachse und Weiche, was die Politik der letzten Jahre war, dazu geführt hat, dass der Anreiz in die falsche Richtung ging. Übrigens zu Lasten der Bauern. Gucken Sie sich doch mal an, wie viele Bauern das Wachse und Weiche tatsächlich überlebt haben. Also es macht auch für die Bäuerinnen und Bauern gar keinen Sinn. Und deshalb bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass sich das in die richtige Richtung entwickeln wird. Wir müssen die finanziellen Anreize verändern. Beispielsweise in der EU-Agrarpolitik dafür sorgen, dass du Geld nicht dafür bekommst, dass du möglichst groß bist, sondern Geld dafür bekommst, dass du Landschaft schützt. Das muss entlohnt werden. Das muss uns was wert sein, wenn Bäuerinnen und Bauern zur Artenvielfalt beitragen. Dann haben sie, also und zu Wind will ich noch was sagen. Also irgendwo muss der Strom schon herkommen. Wir können nicht aus der Atomenergie aussteigen, jetzt zu Recht wegen CO2 und Klimaschutz aus der Braunkohle aussteigen und dann aber sagen, Windenergie wollen wir auch nicht. Und also irgendwo muss auch ein Industrieland schon sicher versorgt werden. Darum brauchen wir die Leitungen, das sage ich auch als Grüner. Ich habe mich nicht an den Protesten vor Ort beteiligt, wenn vor Ort gegen Netzausbau protestiert wurde. Wir haben die Windenergie ganz stark, vor allem offshore, mittlerweile übrigens bei Grenzkosten. Da kann kein Kohlekraftwerk, kein Atomkraftwerk mehr mithalten. Also da waren wir sehr erfolgreich als Deutsche, können wir auch stolz sein auf das, was wir geschaffen haben. Aber die Windenergie wird eben hauptsächlich im Norden produziert und die Verbrauchsherde sind hauptsächlich im Süden. Also brauchen wir die Leitungen, also müssen wir entsprechend weiter Kapazitäten ausbauen zum Mais. Das ist nicht unsere Erfindung. Also wir haben regiert bis 2005. Alles, was danach beim EEG passierte, dafür will ich nicht in Haftung genommen werden. Sie haben völlig recht. Die Maismonokulturen erfreuen die Schweine. Die freuen sich, aber sonst auch niemand. Das ist weder landschaftlich schön, noch ist es ökologisch gut. Da gab es eine Fehlallokation, die korrigiert werden muss. Und zum Plastik. Schauen Sie, ich kenne ja auch das Argument, das deutsche Plastik, was ist denn das schon im Vergleich zu dem, was in Südostasien in die Meere kommt über die Flüsse? Das ist ja erstmal was dran, mal abgesehen davon, dass wir unser Plastik bis jetzt nach China exportiert haben und die Chinesen jetzt sagen, geht nicht mehr. Ich will nur auf eins hinweisen, was nicht funktioniert auf einer gemeinsamen Erde, wo wir alle vernetzt sind und alles, was wir hier machen in Echtzeit, überall ankommt mittlerweile. Wir können nicht alles so lassen, wie es ist, und sagen zu den anderen, wiederholt unsere Fehler nicht. Also ihr solltet gucken, dass ihr einen geringeren CO2-Fußabdruck habt. Ihr solltet gucken, dass ihr kein Plastik in die Meere leitet. Aber wir machen so weiter. Ich glaube, dafür ist unser Land, ich habe das schon mehrfach gesagt, zu sehr im Fokus. Viele schauen auf uns. Wenn wir das in Deutschland schaffen, und ich glaube, wir haben alles, was wir dazu brauchen. Wir haben einen großartigen Mittelstand. Wir haben tolle Forschungseinrichtungen. Schauen Sie sich die Landschaft an bei den jungen Start-ups. Das sind doch alles keine Leute mit schlechter Laune. Das sind alles junge Leute mit guter Laune, die was machen wollen, die die Welt verändern wollen. Das ist doch Grund zum Optimismus. Und die wollen was machen. Und jetzt geht es darum, wir müssen hier in Deutschland beweisen, wir können Wachstum, Wohlstand, Jobs haben und trotzdem einen geringeren CO2-Fußabdruck. Und wenn wir das hier schaffen, dann sind wir auch
ein Vorbild für viele andere. Und dann wird es auch nicht nur das German Can Do geben, sondern auch den German First Mover Advantage. Da bin ich fest davon überzeugt. Vielen Dank an Sam Özdemir.